Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video, zu einer neuen Folge des Schwebebahn-Simulators 2013. Wir waren gerade am Hauptbahnhof, sind in der Richtung... Richtung von Oberbahn weg. Ich weiß nicht, wie die andere... Ich glaube... Vohwinkel, kann das sein? Man weiß es nicht. Jedenfalls... Da fahren wir jetzt hin und ich hoffe, ja, dass wir nicht mehr allzu lang dafür brauchen, weil das Spiel gar nicht so viel Abwechslung bietet. Wir fahren gerade bei Schnee im Dezember und wir müssen irgendwas am Abend haben, so, weiß ich, 20 Uhr oder sowas. 20 Uhr habe ich eingestellt, aber eigentlich müsste es ja jetzt schon 21 Uhr sein oder was. Naja, so, und jetzt... kurven wir hier rum und sind jetzt hier an der Olingsmühle. Schaffen wir es? Ja, schaffen wir. So. Oh, wieder mal perfekt eingeparkt. Das hatten wir auch nicht die letzten Folgen immer. Und jetzt ist das Signal grün. Aber die Leute steigen noch aus und ein. So, und jetzt sind alle drin und alle draußen. Also. Los geht's. Und jetzt sind hier wieder die überdimensionalen Baustellenschilder, dessen Sinn mir sich immer noch nicht erschlossen hat. Ist das tatsächlich für die Schwebebahn? Oder ist es nicht für die Schwebebahn? Und somit für die Autos. Man weiß es nicht. Die Schilder sind nämlich so groß, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das für die Schwebebahn ist, weil das müsste doch eigentlich... Also erstmal hat man doch gar nicht solche Schilder als Bahnfahrer. Die haben doch ganz andere Schilder. Und zweitens ist das, glaube ich, so eher so mit Fahnen markiert an den Stäben, an den Eisenhalterungen an der Seite. An den Stahlhalterungen, meine ich. Tja... Dieses Mysterium, ich weiß nicht, wo sie herkommen. So, wir fahren jetzt zum Robert-Daum-Platz. Die nuscheln alle so ein bisschen, das ist uns ja schon ganz früh aufgefallen. Die Nuschelei von denen. Ach, schon wieder. Und ich frage mich immer... Ist hinter mir jetzt eigentlich ein Stau, wenn ich so langsam fahre, im Vergleich zu den anderen, zu den KI-Zügen? Man weiß es nicht. Wahrscheinlich. Deswegen können sie so schnell fahren, weil vor ihnen dann nichts mehr ist. So, da vorne stehen auch schon wieder die Fahrgäste, die wir natürlich mitnehmen. Und halten dazu an. Ich glaube, das war ein bisschen zu spät. So, also nochmal zurücksetzen. Das passiert ja hier öfter. So, und jetzt sind gleich alle Leute eingestiegen. Die Frisuren von den Leuten sind ja besonders witzig. Da gehen wir gerade nochmal raus, um das zu zeigen. Der scheint jetzt hier noch relativ normal zu sein. Was ist das denn für eine Frau hier? Hallo? Vor allen Dingen, die setzen sich immer wie auf Kommando. Jetzt sitzen sie alle. Diese Frau zum Beispiel. Ach nee, die hier. Die ist noch besser. Die Frau im geblümten Shirt. Die hat nämlich ganz witzige Haare. Und da frage ich mich so ein bisschen... was in Wuppertal für Friseure beziehungsweise für Friseusen, was sagt man jetzt eigentlich? Sagt man Friseure oder sagt man Friseusen oder Friseurinnen? Genau, Friseurinnen oder Friseusen. Man weiß es nicht.
Jedenfalls, was sind da in Wuppertal für Friseure? Ich nehme jetzt einfach mal die männliche Form, da kann man nicht viel mit falsch machen. Das sieht aus wie eine Mischung aus Mensch und Pferd oder Mensch und Mensch. Jedenfalls passt es nicht ganz zusammen. Ich weiß auch nicht, was das für ein Gag von den Entwicklern ist, ob es überhaupt ein gewollter Gag ist oder ob das einfach, naja. So, und es schneit auch immer noch kräftig. Und wir schleichen wieder um die Kurven und erreichen gleich die Haltestelle. Pestalozzi-Straße. So. Mann. Jetzt haben wir schon eine ganze Strecke hinter uns, eine ganze Fahrt. Und steuern jetzt immer weiter Richtung Endhaltestelle zu. Auf die Endhaltestelle zu, so. So, und jetzt schön nochmal in die Kurve reinlegen. Und jetzt bremsen wir mal. Ah ne, das war ein bisschen früh. Jetzt, wie der andere Hebel immer automatisch mitgeht. Das finde ich klasse. So, und jetzt steigen wieder alle ein und aus. Hoffentlich. Ja, doch, steigen sie aus. Die stehen so komisch, die Leute standen gerade so komisch in diese Richtung hier gerichtet. Hilfe. So. Hoppala. Ja. Ah ne, das war die falsche Taste. So. Und wieder geht's los. Da sieht man nochmal, wie die Bahn ausfährt. Und jetzt geht's Richtung Westende. Steht in dem Spielbuch hier eigentlich auch, welche Haltestellen es gibt? Nee, steht hier nicht, glaube ich. Das wäre ja vielleicht ganz interessant mal. Ja, und beim Handbuch auch immer schön dabei ist Werbung für das Portal Simuwelt. Das muss irgendwie so der Online-Shop von den Simulatoren-Vermarktern sein. Simulatoren-Publishern. Ach, das ist jetzt hier schon. Ach, das ist jetzt die Endhaltestelle. Na. Nee, ich dachte schon. Wäre jetzt doch ein bisschen schnell gegangen. Westende. Das sah gerade so aus, als ob hier wieder so ein Ring wäre. Scheiße, jetzt habe ich vor lauter. Ach, gut, dass es noch funktioniert hat. Das habe ich vor lauter Unkonzentriertheit hier schon wieder viel zu spät gebremst. So, Tür zu, das und dann geht's wieder los. Ja, das ist so Alltag. Was ist jetzt hier? Ach, die Türen sind noch offen. So, jetzt aber. Und jetzt geht's Richtung
Faresbeckerstraße. Ja, manchmal muss man doppelt durchsagen, damit man es selber versteht. So schlimm ist es. Zeigen wir nochmal. Und nochmal und nochmal. Ja, klasse. Und da kommt er wieder entgegengepest, der Kollege mit seiner Schwebebahn. Und dann fahren wir wieder mit Highspeed durch die Gegend. Am Rand auch schöne Blockbauten. Sie im Buche stehen. Und dadurch immer schöne Rohre. Diese Rohre, die verschandeln ja echt die schöne Aussicht auf die Wupper. Und jetzt sind hier wieder diese Flaggen, die uns auch schon in Folge 1 oder 2 oder sowas begegnet sind. Ich glaube, das steht für Geschwindigkeitsbegrenzung. Bin mir aber da gar nicht so sicher. Ich mache jetzt einfach mal nichts. Falsch kann es nie sein. Steht ja auch nicht in der Anleitung, was das ist. Und von daher, man hat ja auch gar kein Tutorial absolviert oder sowas. Man hat nur die Tastenbelegung vorgesetzt bekommen und damit muss man dann leben. Ja, und deswegen mache ich jetzt auch nichts. Und da vorne ist wieder eine gelbe Flagge. Vielleicht ist das jetzt Ende der ganzen Chose. Irgendwas müssen die ja bedeuten. Irgendwie gelb steht hier immer für Gefahr. Bauarbeiten und sowas sind ja auch... Beim Baumaschinensimulator war auch alles gelb an Fahrzeugen. Vielleicht ist also irgendwas Gefährliches hier. Man weiß es nicht. Demolition Company sind die Fahrzeuge auch gelb, damit man sie gut sieht. Ne? So, und dann sind wir auch schon eingefahren und bremsen uns mal wieder aus. So, und kurz die Leute rauslassen. Und dann können sie auch schon wieder einsteigen. So, sind alle eingestiegen. Nee, noch nicht. Und aber jetzt. Und dann geht's jetzt weiter zur Zoo-Stadion. Zur Zoo-Stadion. Am Stadion. Ob man da auch das Stadion sieht, müssen wir gleich mal rausfinden. Ich dachte schon, es hätte aufgehört zu schneien, aber das scheint hier so ein Gag zu sein. Immer wenn man in der Haltestelle drin steht, schneit es nicht, aber dann schneit es auch nicht draußen, dann sieht man es nicht mehr schneien. Wenn man rausfährt, dann fängt es wieder an zu schneien. Auch ein Gag der Entwickler oder ein ungewollter Gag der Entwickler? Man weiß es nicht. Ein ungeklärtes Mysterium, wie so vieles hier. So. Da vorne so eine hübsche Brücke. Stadion. Wuppertaler SV. Sind die eigentlich in irgendeiner Liga? Kennt man die? Nee, ich glaube nicht. Also ich denke mal, dass es Wuppertaler SV heißt. Aber noch nicht mal das weiß ich sicher. Ja, da müssen mir mal die Fußballfans unter euch schreiben in die Kommentare, was ist da eigentlich in Wuppertal los, fußballmäßig? Sind die gut oder sind die schlecht? Was können die? Was ist besonders? Ich habe keine Ahnung. Ich bin auch überhaupt nicht der Fußballfreund, ne? Also, es gibt ja viele Leute, die auch in meinem Umfeld, die sich die Fußballspiele immer angucken und sowas. Ich finde das todlangweilig. Ich weiß nicht, warum man Fußball guckt. Vor allen Dingen am besten finde ich die Leute, diese eulen, dicken Leute, die sich in einen Trainingsanzug quetschen und dann Fußball gucken. Glauben die dann selbst, dass sie sportlich sind? Oder warum macht man das? Mal kurz ausschalten nach dem Stadion. Ich verstehe solche Leute nicht. Und ich finde es auch irgendwo albern. Überhaupt mit Trainingsanzug irgendwie. Da hinten scheint das Stadion also zu sein. Das ist also das Stadion.
Sehr interessant. Aber besonders groß ist es nicht, ne? Und oben offen. Ah, und da steht's auch. Stadion am Zoo. Ja gut, das war ja die Haltestelle auch. So, was kommt jetzt? Die Sonnenborner Straße. Ach, und jetzt fahren wir hier wieder über die Straße. Tschüss, Wupper. Hallo, Straße. Und da kommt schon wieder eine Bahn. Mein Gott, da ist aber auch echt ein Verkehr auf der anderen Seite. Mann, Mann, Mann. Tja. Und so fahren wir langsam dem Feierabend entgegen. Denn ganz viele Haltestellen sind es meines Wissens nach nicht mehr. Und ab geht die Post. Wir fahren aber echt immer weiter durch. Immer weit durch. Kann ich eigentlich auch das Fenster öffnen? Ich würde gerne das Fenster öffnen. Nach oben kann ich auch nicht mehr gucken. Da scheint auch nichts zu sein. Naja, so, ausgestiegen sind sie alle, eingestiegen wahrscheinlich auch. Also jetzt, und wir haben immer noch keinen Auftrag von der Leitstelle. Bin ich einfach zu doof dafür, oder? Hammerstein. Ah, jetzt fahren wir zum Hammerstein. Tja, ja. Jetzt beende ich das hier mal gerade, denn wie das Ganze weitergeht, wie wir wahrscheinlich auch unsere letzte Folge dann beschreiten werden, das werdet ihr in der nächsten Folge sehen. Schaltet also wieder ein. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid.